So, ich wurde was gefragt. Und zwar, ich habe da lange drauf gewartet, dass der Punkt irgendwo mal kommt. Ich habe es auch irgendwo befürchtet, weil es wirklich ein so komplexes Thema ist, dass ich da lange Zeit für brauchen werde, um das alles zu erklären, nämlich globale Erwärmung, Klimawandel, insbesondere die Rolle des Waldes da drin. Wie schlimm ist es, dass wir so viel Wald vernichten, was wir definitiv tun, pro Sekunde etwa ein Fußballfeld, so grober Wert. Wie schlimm ist das? Ist es so schlimm, wie die Medien behaupten? Überhaupt, was behaupten die Medien in der Richtung überhaupt? Wie sieht es wirklich aus? Kann man den Aussagen der Medien in der Hinsicht vertrauen? Auf sowas möchte ich gerne eingehen. Was ist mit der Politik? Sehen die das realistisch? Es gibt ja auch viele Länder, die sagen, das ist alles überhaupt nicht so schlimm, beziehungsweise wir machen das alles gar nicht. Weil machen wir halt nicht. Aber es ist schön, wenn ihr das macht, das finden wir alle gut. Da muss ich spontan an die Rede vom amerikanischen Umweltaußenminister, irgendwie sowas in der Richtung, ich weiß gar nicht genau, was der war, auf einer, und ich weiß auch gerade nicht mehr genau, welcher dieser Weltklimakonferenzen denken, die mehr oder weniger so zu verstehen war, wo er nur gesagt hat, ja, wir Amerikaner finden das super, dass jetzt mehr für das Klima getan werden wird und finden ganz toll, dass die EU irgendwelche tollen Ziele sich gesteckt hat und finden großartig, dass XY jetzt auch mitmacht und das finden wir alles ganz super. Wir sind da voll und ganz dafür und finden das gut. Tschüss! Mehr oder weniger lief das in etwa ab. Ich brauche niemandem von euch zu sagen, dass die Lage jetzt schon ein bisschen dramatisch ausschaut. Da braucht man nur mal Nachrichten zu gucken, dann sieht man das von alleine. Wie gesagt, ich mache da jetzt eine ausführliche Reihe dazu. Ich kann jetzt anfangen, mich aufzuregen und das ist jetzt auch schon die dritte Version dieses Videos, weil ich mich zweimal zu sehr aufgeregt habe, dass kein roter Faden mehr zu erkennen war und mehr oder weniger random, wir werden alle sterben, weil dies und das und sel und jenes mit der Natur passieren könnte, Facts in den Raum geworfen habe. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Was ich hingegen tue, damit das jetzt nicht wieder eins meiner ganz kurzen Videos wird, was ja schade wäre, ist so eine kleine Zusammenfassung zu geben. Klimawandel. Klimawandel an sich ist gar nicht mal so was Besonderes, beziehungsweise das gab es schon immer und wird es immer geben. Das Klima ist nichts Stabiles, das wandelt sich die ganze Zeit. Ein Klimawandel ist also schon mal per se nichts Schlimmes. Was jetzt hingegen schlimm ist, ist die anthropogene, menschgemachte Verstärkung des Klimawandels dadurch, dass wir halt eben sämtliche lustigen fossilen Brennstoffe, die im Laufe von Millionen aus der Atmosphäre rausgeholt wurden, also das ganze CO2, und in Form von Kohle jetzt dann halt irgendwann in der Erde gespeichert war, jetzt innerhalb von einem unglaublich kurzen Zeitraum wieder freisetzen. Jetzt kann man sagen, na und, das war ja trotzdem alles eh mal irgendwann in der Atmosphäre, stimmt. Aber nicht innerhalb von so kurzer Zeit, von einem relativ niedrigen Level auf den höchsten Level, den es jemals gab. Nicht innerhalb von 100 Jahren. Und 100 Jahre ist Erdzeitalter technisch gesehen nichts. Das ist ein Wimpernschlag in der Zeit, wie es in irgendeinem Lied so schön heißt. Das ist per se erstmal eine blöde Idee, insbesondere wenn man gleichzeitig beschließt, dass man dann den Wald, der als das zentrale System fungiert, um CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen und wieder in Biomasse zu speichern, die wir ja jetzt fleißig verbrennen, auch die besonders konzentrierte Biomasse, nämlich fossile Energieträger, ist nichts als super konzentriertes Grünzeug im Prinzip. Mit ein paar Dinosaurierknochen drin und ein Häufchen Katzenkot oder sonst was. Einfach Biomasse. Alles organische Material, das in irgendeiner Form mal gelebt hat, wird dann irgendwann über viel Zeit tatsächlich mal irgendwie Erdöl oder Kohle. Kann man schon so sagen. Klimawandel. Per se nichts Schlimmes. Eigentlich ist der Treibhauseffekt, der jetzt der Hauptmotor dafür ist, dass es jetzt so bergab geht, in Anführungszeichen, beziehungsweise von dem alle Welt spricht, dieser Treibhauseffekt, ist auch was Gutes. Das ist sogar was sehr Gutes, weil ohne den hätte die Erde eine Durchschnittstemperatur von circa minus 15 Grad.
Das heißt, in manchen Regionen sind es dann mal nur minus 5, in manchen sind es auch mal minus 100 und so Späße. Im Sommer ist es nicht ganz so kalt, aber es wird nie positiv. Und wenn wir nie Plus-Temperaturen haben, hätte sich auch niemals Leben entwickeln können. Das Erste, was also auf der Erde in Richtung es kann Leben entstehen passiert ist, ist, dass sich eine Atmosphäre gebildet hat. Es hat auch nicht jeder Planet eine Atmosphäre, nur die, die groß genug sind, um die Gravitation aufzubringen. Diese Teilchen, die dann die Atmosphäre binden, Gase schlicht und ergreifend, an sich zu binden. So, jetzt ist ja per se erstmal dieser Treibhauseffekt also was Gutes. Wodurch entsteht der jetzt? Das werde ich auch noch ganz ausführlich erklären. Aber im Prinzip ist das wie so eine Käseglocke, die um die Erde drumherum ist. Die Sonnenstrahlen kommen rein, erwärmen die Erde. Die Erde, dadurch, dass sie sich erwärmt, gibt sie wieder Wärmestrahlung ab. Also Wärme wird wieder zurücktransportiert. Und wenn jetzt nicht diese Käseglocke da wäre, würde die Wärme, die einkommt, im gleichen Maße, auch wieder abhauen. Aber dadurch, dass die Käseglocke da ist, wird die wieder ausstrahlende Wärme nochmal reflektiert und wieder zurück zur Erde geleitet, wodurch netto mehr da bleibt, als rausgeht. Wodurch also eine gewisse Erwärmung feststellbar ist, im Vergleich dazu, wenn keine Atmosphäre da wäre. Und das bedeutet, wir haben eigentlich eine globale Durchschnittstemperatur von ca. plus 15 Grad. Solche Zahlen, je nachdem wie man fragt, variieren die ein bisschen. Das ist das, was ich damals im Studium gelernt habe. Das ist ja per se also toll, dass wir diese Atmosphäre haben und toll, dass wir diesen Treibhauseffekt haben. Woraus besteht jetzt dieser Treibhauseffekt? Das ist im Wesentlichen Wasserdampf, eben das Kohlenstoffdioxid. Das ist auch das große Hauptproblem, weil davon eben viel mehr abgegeben wird. Methan und Lachgas. Methan spielt noch eine größere Rolle. Lachgas hat die Konzentration auch zugenommen, aber das ist vergleichsweise unwichtig. Gut. Was wir jetzt eben tun, ist die CO2-Konzentration erhöhen, indem wir Wälder abholzen, das Holz davon verbrennen, beziehungsweise wir holzen die Wälder gar nicht ab, wir verbrennen sie direkt. Wir nutzen das Holz gar nicht überhaupt groß. Stattdessen verbrennen wir den Wald lieber. Im Idealfall stellen wir dann eine Rinderherde auf den Rasen, den wir bekommen haben, nachdem wir den Wald verbrannt haben. Da wächst da irgend so ein schönes Gestrüpp. Da stellen wir eine Rinderherde drauf. Was macht die Rinderherde? Sie produziert Methan. Was macht Methan? Methan ist 25 mal schlimmer als CO2 und haut dann auch ab in die Atmosphäre und bleibt da sogar noch länger als CO2 und macht die Sache ganze Geschichte noch mal besser. Wir kriegen immer weniger Wald, wir kriegen immer mehr landwirtschaftliche Nutzfläche. Jedes Mal, wenn wir mehr landwirtschaftliche Nutzfläche anlegen, müssen wir vorher Wald vernichten, dessen CO2 dann in die Atmosphäre übergeht und gleichzeitig verwenden wir alles, jedes letzte bisschen an fossilen Energieträgern, also an gespeicherten CO2, was der Planet irgendwo zu bieten hat. Sprich Erdöl, Erdgas, Kohle. Ist alles. Erdgas ist ein kleines bisschen weniger schlimm als das andere Zeug, aber auch nicht gut. Also wirklich nicht, kann man nicht behaupten. Ja, wer eine Gasheizung hat, ist ein besserer Mensch als ein Mensch, der eine Ölheizung hat. Beziehungsweise der Mensch mit der Ölheizung ist nicht ein ganz so schlimmer Mensch wie der Mensch mit der Kohleheizung. Aber da kann man sich streiten. Im Prinzip, fossile Energieträger verbrennen, ist immer doof. Ohne das gäbe es aber unsere Zivilisation, wie sie jetzt ist, irgendwo nicht. Und die basiert da nun mal drauf. Und wenn man jetzt sagen würde, man verzichtet jetzt drauf, dann würde man sich sozusagen schlagartig ins Mittelalter zurückkatapultieren. Und das will irgendwie keiner. Streng genommen war es im Mittelalter eigentlich auch schon zu spät. Die meisten Ökologen sagen, damals, als wir sesshaft geworden sind und angefangen haben, externe Dinge auch mit dem Land anzustellen, die es von alleine nicht tun würde, also sprich Landwirtschaft, wozu man Dünger auf die Felder packen muss, damit der Boden mehr Leistung erbringt, als er normalerweise könnte. In dem Moment haben wir angefangen, von woanders Rohstoffe irgendwo dahin zu transportieren, wo wir sind. Bis wir irgendwann überall sind und kein woanders mehr da ist, wo es noch Rohstoffe gäbe, die wir uns noch holen könnten, um sie dahin zu transportieren, wo wir sind. Und dieser Punkt ist, ja, noch nicht ganz, aber bald erreicht. Was ist jetzt der Effekt von der erhöhten CO2-Konzentration, um nochmal zum Hauptthema zurückzukommen? Im Prinzip wird der Treibhauseffekt verstärkt. Also dieser Faktor, dass das Dung, Dung, Dung macht mit der Energie, wird nochmal stärker. Weniger Energie, die von der Sonne ankommt und dann von der Erde wieder reflektiert wird und dann wieder abhauen würde, da bleibt jetzt noch mehr Energie da. Wir haben also netto eine Erwärmung. Viele Kritiker weisen darauf hin, ja, aber der Winter ist doch trotzdem noch kalt. Im Schnitt wird es wärmer.
aber das ist auch schon mehr oder weniger, ne, im Schnitt wird es wärmer, heißt nicht etwa, okay, jedes Jahr ist jetzt die Durchschnittstemperatur einfach mal wie vorher, nur plus 2 Grad. Das wäre ja nicht schlimm. Stimmt, das wäre dann auch wirklich nicht schlimm, wenn wir im Winter dann halt in Gottes Namen nicht minus 15 Grad kriegen, wenn es so ein richtig, richtig kalt ist, sondern bloß minus 13 Grad und im Sommer halt nicht nur 30 Grad, sondern 32 Grad, dann wäre es tatsächlich nicht schlimm, aber so ist es eben nicht. Das System wird so durcheinander gebracht, dass im Prinzip immer häufiger so Einheitsbrei herrscht. Die Jahreszeiten lassen nach, also da, wo es Jahreszeiten gibt. Das heißt, man hat meistens so, es ist gar kein so großer Unterschied zwischen Sommer und Winter mehr feststellbar, aber die Extreme nehmen zu. Also das Durchschnittswetter wird so ein Einheitsbrei, so nichts Halbes und nichts Ganzes. Dafür kriegen wir mehr Gewitter, mehr Starkregen, weniger normalen Regen, mehr Starkregen. Der Niederschlag bleibt so ungefähr gleich. Also jetzt gerade so im Bereich Deutschland, so netto ist es ungefähr gleich, aber alles als Starkregen. Also sprich mal 3, 4, 5 Monate überhaupt keinen Regen und dann Überschwemmung. So irgendwas in der Richtung wäre zum Beispiel anzunehmen, dass es so kommen könnte. Also es gibt einfach insgesamt mehr Extreme. Es werden häufiger extrem trockene Sommer sein, extrem heiße Sommer, netto häufiger, auch wenn dann dazwischen wieder ein sehr kalter Sommer liegt. Und da ist mal gerade ein kalter Sommer und schon fangen alle an, daran zu zweifeln, dass es den Klimawandel überhaupt gibt. Das ist so mit der Statistik, ne? Wenn man einmal links am Hasen vorbeischießt und rechts am Hasen vorbeischießt, ist der Hase im Durchschnitt tot. So funktioniert das eben nicht. Man kann jetzt nicht in den Medien hören, es wird wärmer und dann ist es mal trotzdem kalt. Das funktioniert so nicht. Es wird weiterhin kalte Winter geben. Es werden extrem kalte Winter sogar zunehmen. Wie gesagt, die Extreme nehmen zu. Nur das gesamte Durchschnittsding, das wird halt quasi wärmer. Also so viel eben zum Wetter. Die Sache mit den zunehmenden Extremen habe ich jetzt ausreichend erklärt. Was passiert zusätzlich? Der Meeresspiegel steigt an, weil nämlich komplett sämtliches globales Eis, was langfristig gespeichert ist, also Gletscher plus Polarkappen, wird schmelzen. Alles. Da könnt ihr euch jetzt schon mal sicher sein, das wird passieren. Die Frage ist nur, bis wann. Da kann man sich jetzt noch ein bisschen streiten, wann das genau der Fall sein wird, aber die entsprechenden Experten sind sich sicher, dass es dazu kommen wird. Das heißt, der Meeresspiegel wird auf sein Maximum ansteigen, was maximal möglich ist bei der aktuellen Landmasse, die wir haben. Das ist ja auch variabel durch Vulkanismus und so Späße. Hab vergessen, wie viel das ist. Das sind, glaube ich, irgendwas 2 oder 3 Meter maximal. Klingt jetzt erstmal harmlos, aber damit ist zum Beispiel halb Indonesien untergegangen und Küstenbereiche kilometerweit ins Landesinnere rein untergegangen. Komplett Holland ist weg, beziehungsweise die Niederlande, pardon, und solche Späße. Also es ist sehr wohl schlimm. Man kann sich da auch wieder, wenn man sich diese Klimakonferenzen anguckt, mal die kleinen Inselstaaten anschauen. Die haben eine eigene Gruppe gebildet der kleinen Inselstaaten, die so gut wie gleich untergehen. Die hören sich irgendwie anders an als die Amerikaner. Ja, wir finden Klimaschutz gut. Macht weiter so. Tschüss. Die hören sich ungefähr so an. Tut alles Menschenmögliche, wir saufen ab morgen. Ungefähr so in der Richtung. Und damit haben sie auch völlig recht, weil das ist wirklich so. Und dann kommt der nächste Tsunami und dann sind da wieder Tausende tot. Dann kommt der nächste Wirbelsturm und das sind Tausende tot. Dann kommt hier die nächste Super-Ultra-Kältewelle und es sind Tausende tot. An einer anderen Stelle kommt die Super-Ultra-Dürre und es sind Tausende tot. Und sowas wird jetzt immer häufiger vorkommen. Wenn man böse ist, könnte man jetzt sagen, oh ja, hoffentlich kommt das häufig genug vor, dass der Klimawandel besiegt ist, weil wir vorher alle tot sind. Könnte man sagen, traue ich mich nicht. Nicht, dass ich es wirklich sage, ne? Ja, was kann man also dagegen tun, ist die nächste Frage. Lustigerweise den Wald nicht weiter abholzen, weil nämlich meiner Meinung nach und auch vieler anderer führender Experten wäre so eine Sache, die relativ gut darin ist, irgendwie CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen, nämlich was wir jetzt in die Atmosphäre pusten, mal war, nämlich Pflanzen. Und was für ein System von Pflanzen ist so das effektivste in Sachen CO2-Speicherung und Pflanzen-Biomaterial aufbauen?
Der errät es, der Baum. Und was sollten wir daher nicht tun? Wälder abholzen, um 3 Jahre lang eine Sojaplantage draufzustellen, die danach eh nichts mehr hergibt, weil der Boden dann so ausgedörrt ist, dass man da gar nichts mehr machen kann und nur noch ein Stück Dreck hat, auf dem nichts mehr wächst, im schlimmsten Fall. Und wenn doch, dann maximal noch irgendeine magere Wiese, wo man dann auch nicht wirklich viel mit anfangen kann, außer Kühe draufzustellen, die Methan produzieren, was 25 Mal stärker ist als CO2. Großartige Idee. Warum macht man das alles so? Ja, es bringt Geld. Ich weiß nicht, wer damals auf die Idee gekommen ist, dass es eine gute Idee ist, die Weltwirtschaft auf ständigem Wachstum basieren zu lassen, auf einem Planeten, der nicht unendlich viele Ressourcen hat. Weiß ich wirklich nicht. Gut. Jetzt habe ich mich doch ein bisschen aufgeregt, aber weniger aufgeregt als bei den anderen Videos. Wie gesagt, die Details kommen dann noch. Das ist so grob so die Zusammenfassung dessen, was uns da blüht in Sachen Klimawandel. Meiner Meinung nach werden wir spätestens dann ausgerottet sein, wenn der Permafrostboden, also der ständig gefrorene Boden in den Arktisgebieten, also nördliches Sibirien zum Beispiel, auftaut und das darin gespeicherte Methan, das sind viele, 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 unglaublich viele, viele Tonnen, wenn das entweicht und das Methan ja 25 mal schlimmer ist als das CO2, dann bekommen wir einen Treibhauseffekt, der so stark ist, in so kurzer Zeit, weil wirklich das dann schlagartig entweicht. Der Boden friert ja jetzt nicht innerhalb von 50 Jahren ganz gemächlich auf, sondern dann tatsächlich, wenn er auftaut, dann taut er richtig auf. Da reicht schon, wenn er einen Sommer lang, einfach nur einmal im Sommer, einen Tag lang komplett aufgetaut ist. Da muss es nur einen warm genugen Tag geben, dass das passiert, dann entweicht all dieses Methan und wir kriegen irgendwelche Zustände, die es in der Erdgeschichte noch nie gegeben hat. Das kann dann durchaus mit dem Einschlag vom Meteoroiden, der das Aussterben der Dinosaurier wahrscheinlich, man weiß es ja nicht hundertprozentig, verursacht hat, so ähnliche globale Ausmaße wird das wahrscheinlich haben, wobei sich kein Wissenschaftler, dessen Fachgebiet das ist, traut, sowas zu sagen, weil er dann mit seiner Seriosität spielt, weil man sowas als Wissenschaftler nicht sagen darf, weil man es nicht beweisen kann. Da ich kein Klimatologe bin, darf ich es schon sagen. Außerdem bin ich auf YouTube und da sagt man ja seine Meinung. Gut, in diesem Sinne, sterb wohl. Nein, also ein bisschen hin ist es schon noch. Und was das Schöne ist, dadurch, dass wir ja hier so unglaubliche Survival und Bushcraft und sonst was Skills haben, also wir meine ich jetzt ihr, die ihr mir hier zuguckt, und ich vielleicht auch so ein bisschen. Manche von euch sind ja durchaus besser als ich. Aber sowas zu können ist jedenfalls durchaus von Vorteil, wenn dann mal der Punkt kommt, an dem, naja, sagen wir, viele von uns sterben werden. So weit darf ich mich, glaube ich, aus dem Fenster lehnen, um sowas zu behaupten. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise insbesondere bis zum Start dieser Reihe, die dann hoffentlich nächste Woche schon losgeht. Macht's gut. Ciao.